Also ich bin der Anton Helenik, ich bin derzeit Arbeiterkamerad der AGUG in Burgenland, bin seit knapp 31 Jahren Eisenbahner, habe verschiedene Funktionen in den letzten fast 30 Jahren gehabt, in sowohl Gewerkschaft als auch Agrar, und habe nicht vor, irgendwelche politischen Ambitionen nachzusetzen. Ausgangspunkt, der letztendlich dahin gemündet hat, dass es zu den unabhängigen Gewerkschafterinnen in der Wieder gekommen ist, war die Tätigkeit, meine gewerkschaftliche Tätigkeit beim gewerkschaftlichen Linksblock als Sekretär. Das habe ich damals 1998 aus politischen und persönlichen Gründen die Funktion zurückgelegt und war eigentlich der Meinung, das kann es nicht sein, dass jetzt bei der Eisenbahnergewerkschaft oder für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner keine Alternative außer den Sozialdemokraten zur Verfügung steht. Ich habe damals dann im 99er Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, also eigentlich im vorigen Jahrtausend schon, habe ich mich dann mit ein paar Leuten von der AU getroffen, unter anderem mit der Claudia und mit Shani, mit Magulisch, und habe gesagt, also Freunde, da wäre ich würde gerne was tun, wie schaut es aus, gibt es Unterstützung für euch, könnt ihr es uns brauchen, ne? Das ist sehr positiv aufgenommen worden und ich habe dann aus der ehemaligen GLB-Gruppe eine Handvoll Leute gehabt, die sich also mir angeschlossen haben, die gesagt haben, ja, machen wir was. Das war unter anderem der Herbert Osulitsch, der dann mittlerweile Bundessekretär geworden ist von der UG Wieder, und so ist das Ganze begonnen. Das war eine recht interessante Entwicklung, weil wir haben uns zuerst ja als grüne und unabhängige Gewerkschafterinnen in der Gewerkschaft der Eisenbahner konstituiert, haben im Jahr 2000 dann die Gründung gehabt, mit tatkräftiger Unterstützung damals noch, muss man sagen, der Grünen Partei, unter anderem wurde die Eva Lichtenberger beteiligt und auch der Karl Oehlinger. 2001 sind dann die ersten Personalvertretungswahlen, damals noch Personalvertretungswahlen gewesen, wo wir das erste Mal dann kandidiert haben und haben eigentlich aus nichts heraus wirklich Achtungserfolge in manchen Dienststellen gehabt, die uns diese Erfolge haben uns wirklich ermutigt, weiterzumachen. Das Weitermachen war dann nicht immer ganz einfach, weil natürlich hier verschiedene Personen aktiv gewesen sind, die unterschiedliche politische Vorstellungen gehabt haben, und das Ganze dann auf einen gemeinsamen Nenner runterzubrechen, wo jeder damit leben hat können, das war nicht immer ganz einfach. Ja. Es waren viele, viele Diskussionen, die zum Teil auch leider sehr persönlich geführt worden sind. Aber nichtsdestotrotz ist es dann bis 2005, hat die Gruppe überlebt. Das war nicht immer absehbar, ob das so passieren wird. 2005 waren dann die ersten Betriebsratswahlen bei der ÖBB nach der Zerschlagung der ÖBB in einzelnen Gesellschaften durch die schwarz-bunte Regierung. Und wir haben auch bei diesen Wahlen relativ gut abgeschnitten insgesamt. Sind zweitstärkste Fraktion innerhalb der Eisenbahnergewerkschaft geworden. Also haben, man muss das natürlich alles relativieren, bei 90% FSG-Mehrheit ist also zweitstärkste trotzdem unter ferner Liefen, aber immerhin. Dann kam es 2006 zur Gründung der Wieder. Das heißt, das war der Zusammenschluss von der Gewerkschaft der Eisenbahner, Hotel, Gastgewerbe, persönlicher Dienst und HTV, also Handel, Transport, Verkehr. Das ist von uns sehr kritisiert worden, dieser Zusammenschluss, weil über die Köpfe der Mitglieder stattgefunden hat. Und in jedem Briefmarkenverein müssten eigentlich Mitglieder darüber abstimmen, ob sie so eine Veränderung der Struktur haben wollen. Das ist nicht passiert. Es ist halt dann eben auf einem Kongress zu diesem Zusammenschluss gekommen. Und ich habe heute noch eine Urkunde zu Hause, dass ich also Gründungsmitglied der Wieder bin, weil ich an diesem Kongress teilgenommen habe, wie natürlich einige andere. Ja, wir haben aber das dann zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, ob wir weiterhin als grüne und unabhängige Eisenbahnerinnen uns präsentieren wollen, und sind eigentlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir uns umbenennen und politische Parteifarben weglassen und nur mehr unabhängige Gewerkschafterinnen in der Wieder antreten. Das Interessante bei diesem Gründungskongress war, dass es uns damals gelungen ist, eine ganz wichtige Position in der Wieder zu erhalten, nämlich den Vorsitzenden
des Kontrollausschusses. Das hat der Herbert Oselitsch dann übernommen, dieses Mandat. Der wurde ja gewählt. Das, glaube ich, ist er bis heute noch. Und das war schon eine gewisse Aufbruchstimmung da zu bemerken. Ja. Es sind dann verschiedene Gruppierungen gegründet worden, wie die unabhängigen Zugbegleiterinnen, wie die unabhängigen Lokführervertreterinnen. Nur leider war die ganze Sache nicht sehr homogen und das hat dann letztendlich auch mich veranlasst, dass ich gesagt habe, im Jahr 2009, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich bin seit 1984, 85 gewerkschaftspolitisch innerhalb der ÖBB aktiv gewesen. Es hat mir einfach dann gereicht. Ich wollte diese Streitereien nicht mehr mitmachen und ich habe mir gedacht, ich habe gewusst, dass ich ein Prellbock innerhalb der Gruppe bin, weil ich halt eine eigene Meinung auch habe und weil ich der Meinung war, wir müssen an ein Seil ziehen, vor allem wenn wir gerade so schwach wie wir sind, ist das ganz notwendig und ich habe dann einfach den Eindruck gehabt, wenn ich mich zurückziehe, tun sie andere leichter, da weiterzumachen. Ja. Und habe dann also meine Funktion zurückgelegt, habe mir also nicht mehr, es ist dann zu einer Wahl gekommen, habe mich dieser Wahl nicht mehr gestellt und der Christian Oberreiter ist dann mein Nachfolger geworden. Und ja, wie es derzeit läuft, der Kontakt ist, das liegt sicherlich auch an mir, ist ziemlich lose, weil ich einfach gesagt habe, ich will ja dann nicht aus dem Off heraus, als der Gescheide und ich weiß eigentlich eh alles besser, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte die Leute, die dann in Führungsfunktionen bei der UG wiederkommen sind, denen wollte ich einfach die Möglichkeit geben, frei zu werken und zu tun. Ja, wie es weitergeht mit der UG wieder, entzieht sich leider meiner wirklichen Kenntnis, weil der Kontakt, wie gesagt, schon sehr, sehr lose ist. Ich war immer der Meinung, nachdem es zu diesem Zusammenschluss von diesen drei Fachgewerkschaften gekommen ist, dass es uns gelingen muss, in den anderen Bereichen, also HTV, ehemalige HTV und HGBD, Mitstreiterinnen zu finden, weil wenn das nur auf, unter Anführungszeichen nur, auf Eisenbahnerinnen beschränkt bleibt, dann fehlt sehr vieles. Ob das gelungen ist, das weiß ich leider nicht. Ja. Es wär wünschenswert. Also ich sehe das als Überlebensstrategie für die UG wieder. Bin nach wie vor der Überzeugung, es ist unheimlich wichtig, abseits von Parteifraktionen eine überparteiliche Organisation im Bereich der Eisenbahnergewerkschaft, der ehemaligen Eisenbahnergewerkschaft und der heutigen wieder zu haben. Es ist unheimlich wichtig, so eine Organisation innerhalb des ÖGBs zu haben und es ist unheimlich wichtig, auch solche Organisation innerhalb der AK zu haben. Das sind die Arbeitnehmerinnenvertretungen, die es gibt und die waren meines Dafürhaltens viel zu lange Parteiorganisationen unterworfen. Das muss eigentlich weg und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass die Menschen das gar nicht wollen. Sie wollen wirklich überparteiliche Organisationen, mit denen sie frei zusammenarbeiten können, wo sie keine, so wie es bei der Eisenbahnergewerkschaft jahrzehntelang war, keinen politischen Druck, der letztendlich dann in einen persönlichen Druck endet oder mündet, dort tätig sein müssen. Ja. Also das, denke ich mal, das ist unheimlich wichtig.